Gute Voraussetzungen also für ihr Heimspiel bei den deutschen Meisterschaften. Denn es sollte anstrengend werden. In der Augsburger Schwabenhalle wartete ein Mammutprogramm in drei Konkurrenzen. Okay. Einzel, Mixed und Doppel. Ihr Wunsch, mindestens ein Titel. Im Einzel spazierte G-Shirp zunächst durch den Wettbewerb. Klare Siege und, man staune, Offensivqualitäten einer Defensivspielerin. Minuten später suchte und fand man G-Shirp schon wieder in der anderen Richtung. Das Finale im Mixed mit Thomas Schröder aus Hessen stand an. Ein Spiel, das sicher keinen vom Hocker riss, in der gut gefüllten Schwabenhalle. Die gebürtige Pfälzerin Elke Schall und ihr Freund Torben Wosig eingespielter und am Ende wieder deutscher Meister. Schöps Betreuer Andrzej Grubber nahm's gelassen. Sein Grenzhoher Schützling Steffen Fetzner machte ihm ohnehin mehr Sorgen. Im Achtelfinale traf der fünffache Vizemeister auf Wladislav Brado aus Bergneustadt. Es sah zunächst gut aus für Fetzner, der 2:0 Sätze führte und auch im entscheidenden fünften vorne lag. Doch dann verließ Speedy die Konzentration. Broder, ein Angstgegner Fetzners, zog ins Viertelfinale ein. Fetzner nach langer Verletzungspause noch nicht wieder der Alte. Aber für mich ist es wichtig, dass ich solche Spiele mache und dass ich so viel wie möglich jetzt vor den Weltmeisterschaften noch ein bisschen Matchpraxis bekomme. Und von daher wirft mich jetzt die Niederlage nicht um. Dennoch eine der größten Überraschungen von Augsburg. Nicht nur die Schöps sahen, es war nicht die DM von Steffen Fetzner. Eine schwere Auslosung im Einzel und im Doppel ohne seinen verletzten Stammpartner Jörg Roßkopf. Fetzner schied mit Ersatzmann Thomas Roßkopf im Halbfinale aus. Ich habe eigentlich zum Beispiel Speedy Fetzner seit 3 Wochen in Grenzau nicht mehr gesehen. Er ist unterwegs. Von meiner Sicht hat er ein großes Fehler gemacht, weil nach der Verletzungspause man erst trainieren sollte. Das frühe Aus und Kritik vom Trainer. Steffen Fetzner hatte sich die DM sicher anders vorgestellt. G-Shep blieb im Rennen. Halbfinale im Einzel gegen Elke Schall. 5 Sätze lang lieferten sich die Nationalspielerinnen eine packende Begegnung. Mit dem besseren und glücklicheren Ende für Elke Schall, die später Zweite wurde. Über 2000 Zuschauer begeistert. Letzte Chance für G-Shirp im Doppel mit Ilka Böning. Ebenfalls eine Zufallspaarung. Doch der Traum vom Titel, er sollte platzen. Niederlage in 3 Sätzen. Wenn man von Spiel zu Spiel so guckt, eigentlich war ein Titel schon drin, aber trotzdem kann man auch nicht sagen, dass ich sehr schlecht gespielt habe. 3-mal Siegerehrung, 2-mal Platz 2. So richtig freuen konnte sich G-Shirp über ihr Heimspiel nicht.